Entlang der Bahnstrecke von Oldenburg nach Wilhelmshaven sollte Anfang 2013 die gesamte Sicherheitstechnik des 220 Volt 50 Hertz Netzes erneuert werden und davon waren auch die Bahnhofsuhren betroffen. Nachdem das Empfangsgebäude des Bahnhofs Fahre zurückgebaut wurde, musste auch die Uhrensteuerung in dem alten Bahnhofsgebäude zurückgebaut werden, erläuterte jetzt Bahnsprecher Egbert Meyer-Lowis auf Nachfrage. Damit sei jedoch auch gleichzeitig die 230 Volt Stromversorgung und somit die Grundlage der Uhrensteuerung entfallen. Es musste daher eine neue Technik im alten Uhrengehäuse eingebaut werden, die bis dato und in der Form noch nicht angeboten wurde. Die alten Uhren haben nun einen neuen Funkempfänger und eine Batterie zur Stromversorgung, berichtete Meyer-Lowis weiter.